Was würdest du sagen, wird nächstes Jahr alles besser oder schlechter? Alles besser. Alles besser? Ja. Okay, warum? Ich habe viel Schlechtes in meinem Leben erlebt und ich bin immer der Hoffnung, dass es besser wird, weil ich ein Mensch bin, der immer an Besseres glaubt und an die Zukunft glaubt. Und schlechter kann es immer gehen. Es gibt viele Leute, denen schlechter geht, aber für mich persönlich geht es eigentlich immer besser. Okay, das freut mich für dich. Ich lese mal einen Vers vor aus der Bibel. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Was kannst du damit anfangen? Also ich komme mit anfangen, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht biblisch gläubig oder im Testament gläubig. Ich glaube an einen Gott, ja. Ich glaube an nicht meine Religion, ich bin zwar Christ, aber ich glaube nicht an die Religion, an die ich erzogen wurde, sondern für mich ist ein Gott Gott und jedem geschieht das, was sein muss, aber ich gehe meinen eigenen Weg und der wurde, wie man manche sagen würde, von Gott geebnet. Mai bei den einen mehr durch Steinen oder Hürden, wie auch immer, wie vielleicht bei mir. Hucklig, aber ich erreiche das, was ich erreichen möchte, nur durch dem, was ich möchte. Und das hat mir halt mein Gott oder das hat mir Gott gegeben, dass ich weiß, wo ich dazu stehe. Ja, mein Leben ist auch rucklig verlaufen. Ich war bis 24 in Drogen und bin Vollgas unterwegs. Ich war auch schon im Gefängnis. Ja, genau, so ich war auch bei uns im Knast, das ist mir egal, aber ich habe mein Leben also gelebt. Du kennst ich lebe mein Leben. Ja, ich kenne harte, genau wie gute Zeiten, aber ich blicke zurück. Bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich traue nach, sondern ich blicke voran. Sondern ich auch die schlechten Zeiten haben mich gebildet. Mancherweise ist es ein bisschen schlechter, manchmal ein bisschen besser, aber es ist mein Weg, wo ich vorankomme und mir selber denke. Wie wäre das für dich, wenn du das für dich in Anspruch nehmen könntest, dass alles, was passiert, dir zum Guten geschieht? Würdest du das gerne haben? Nein. Ich hätte nicht gerne, dass alles, was ich mache oder was passiert, zu meinen Gunsten ist, weil... Nee, das meine ich nicht. Also nicht, dass alles gut ist, sondern dass auch die schlechten Dinge am Ende zu was Guten führen. Da bin ich der Meinung, dass das sowieso bei mir sowieso, also das kennst du, passiert. Das kennst du aus ich bin der Meinung, dass sowieso passiert. Je mehr, klingt doof, je mehr Schlechtes passiert, umso mehr Besseres kommt auf einen zu, weil es gibt ja auch so ein Sprichwort, ich kann es nicht wiedergeben, aber je mehr schlechte man Sachen einem widerfahren, umso bessere Sachen kommen einem. Du sagst immer Danke, keiner dankt dir, immer kommt zurück, immer bekommst du es wieder zurück. Was ist die Bedingung, dass alles, was geschieht, dir zum Guten dient? Also hier steht, wer Gott liebt, dem dienen alle gut, alles zum Guten. Was heißt es, Gott zu lieben? Gott zu lieben heißt es für mich nicht, eine Person zu lieben, jemanden eine höhere Macht zu lieben, sondern einfach dankbar zu sein für das, was man hat und was man bekommt. Und auch wenn man schlechtes widerfährt, ging mir auch schon manchmal so, dass man zurückdenkt, Gott, warum tust du mir das an? Warum muss ich das durchleiden? Aber für mich ist es so, es ist nichts Persönliches, gar nichts gemein, sondern einfach, dass man dankbar sein muss für dem, was man hat, was man bekommt und was einem widerfahren wird. Okay. Ich lese dazu auch mal einen Vers vor. Johannes 14, 21 steht, wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Kennst du die Gebote Gottes oder was denkst du über diese Gebote? Ich kenne ein paar Gebote, aber ich bin nicht der Fan von zu sagen, wer meins befolgt, hat das Recht zu sagen, weil jeder könnte sagen, was er möchte. Die Bibel ist ein freies Buch, eine freie Entscheidung, ist mein verkaufste Buch der Welt. Kann jeder tun lassen, was er will. Meiner noch ist, wenn du selber damit klarkommst und weißt, was für dich rechtens ist und wie du weißt, was Sache ist, dein eigenes Motto, dein eigenes Schema, dein eigenes Herzgefühl lebst, dann ist es in Ordnung. Klar ist ein Vergewaltiger, der jetzt, sage ich mal, irgendwas macht und sagt, es war von seinem Herzen aus nicht in Ordnung, aber vielleicht läuft da ein kleiner Tick falsch, aber der Großteil, Gott gegeben ist es, dass wir selber wissen und entscheiden können, unser freier Wille, unsere eigene Entscheidung, dass wir sagen, komm, es ist so, wie es ist. Ich brauche keinen Folgen, sondern ich folge dem, was mir gegeben wurde und dem folge ich selber. Also du sagst quasi auch, ich meine, das steht auch hier in Römer 3, Vers 10 steht, es gibt keinen einzigen Menschen, der ohne Sünde ist. Das hast du ja gerade auch so richtig gesagt. Ja? Richtig.
Und da steht hier, denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünde erkennt. Also wozu könnten dann die Gebote sein, also am Ende des Tages? Für mich könnten Gebote sein dafür, dass man wenn man was falsch macht, einsteht und auch einsieht, dass es falsch ist, ist zwar auch einerlei Gesetz in vielen Ländern, wie auch in Deutschland auch, aber für mich ist es kein Gesetz, sondern die Moral, die eigene Lebens-, eigene Wegführung kennt keine Gesetze, sonst gäbe es keine, leider Gottes, Vergewaltiger und hin und her, schön, dass es nicht geben würde, aber ihr lebt nach seinem eigenen Ding und dementsprechend gibt es für mich keine Gesetze, kein gar nichts, weil jeder lebt nach seinem eigenen freien Maßstab, wie es ihm vorgezeigt wird, vorgelebt von den Eltern etc. hin und her. Glaubst du, dass es eine weltweit verbindliche Wahrheit gibt? Also dass quasi Gott so eine Art Maßstab für alle Menschen gibt, wo sich alle daran orientieren können? Definitiv. Schon, definitiv, oder? Definitiv. Für mich ist der Muslimtum, also der Glaube an Muslime, von den Buddhisten, von den Judisten, von den Christen, von Buddha, alles und her, hat ja auch zu führen, es gibt ja auch Geschichten, die es belegen, dass alles von einem Glauben abkommt und dass sich halt der Glaube von Geschichten her verstreikt hat oder abgezweigt hat, wie es halt in der Lage ist, wie sich die Lage entwickelt hat. Ich glaube, wir sind alle eins und wenn es bei den Moslems der Allah ist und bei uns der Gott und bei den Buddhisten keine Ahnung wer und bei ist das egal, sag ich mal. Gab's verschiedene Religionen. Glaube haben wir alle den einen und der Glaube ist, das, was wir alle, jeder Mensch glaubt und sich hofft, ist halt einfach, dass wir was Tolles erwarten, ein Leben nach dem Tod erwarten und ein gemeinsames Leben mit unseren Liebsten erwarten. Und deswegen sage ich ja, ich bin jetzt kein Gläubiger, aber für mich ist wichtig einfach nur, ich respektiere jeden Glauben, ich respektiere jeden, wenn einer was glaubt, wenn einer was nicht glaubt, ist auch okay. Für mich ist nur wichtig, für mich gibt es einen Gott, wer es ist, was es ist, weißt du noch nicht so ganz genau. Er, sie, es, das ist mir egal. Kennst du noch nicht so persönlich, so eine persönliche Beziehung. Ich erzähle dir mal was von ihm. Mit meinem Liebsten und mit meinem Liebsten danach, wenn es es geben sollte, Gott weiß, ne, dass ich halt dann da mit denen nicht zusammen sein könnte. Ich habe eine Botschaft für dich von dem Gott der Bibel. Und er sagt, in Jeremia 29, Vers 11 sagt er, denn mein Plan mit dir steht fest. Ich will dein Glück und nicht dein Unglück. Ich habe im Sinn, dir eine Zukunft zu schenken, wie sie du dir erhoffst. Mhm. Das sage ich, der Herr. Wie findest du das? Finde ich schön, die Aussage. Ich würde es wundertoll finden, wenn es zutreffen wird und würde. Klar, im momentanen Leben, wie man sich denkt, wie was läuft oder hin und her. Manchmal denkt man sich, ja, momentan läuft nicht so gut. Ich weiß nicht, ob man es ernst meinen würde, wenn man diesen Vers hören würde. Du hast ja vorhin gesehen, dass er sagt, die mich lieben, denen werde ich helfen, das ist zum Guten. Das ist richtig, natürlich, du hast ja gesehen, aber wie man ihn lieben kann, indem man das richtig macht, was er sagt. Aber ist das so ein Punkt, muss ich ihm jetzt folgen, muss ich das machen, was er möchte? Es geht ja nicht, wir haben schon gesehen, man kann im Grunde genommen gar nicht alles richtig machen. Das ist gar nicht der Punkt. Ja klar, kannst du auch nicht. Es geht eher darum, dass du sagst, okay, es interessiert mich, was du sagst. Wie kannst du denn herausfinden, was er will? Boah, das ist jetzt, muss ich wirklich sagen, eine schwere Frage. Für mich ist herausfinden, eigentlich ist es Learning by Doing, weil du hast das Leben von Gott bekommen, in dem Fall. Ich bin gottgläubig, ich glaube an den Gott, nicht an eine Religion. Du hast das Leben bekommen und dieses Leben lebst du nach deinem Sinne und du hast den freien Willen bekommen. Und je nachdem, wie du dich entscheidest und was du tust, ist das, was Gott auch für dich hoffentlich vorbehalten hat und dein Leben gewappnet hat, wie auch immer, dass du weißt, gut, mein Leben ist das. Auch wenn man die falschen Entscheidungen trifft, das gehört zu deinem Leben dazu, das ist eine Charakterbildung. Das ist alles, was dich ausmacht, was deine Persönlichkeit, deinen eigenen Menschen ausmacht, deinen freien Willen ausmacht. Das ist das, was Gott dir gibt, dass du eben frei sein kannst. Mhm. Und ich muss sagen, ob Himmel oder Hölle oder egal was, wichtig ist für mich nur das freie Leben, dass man, ich glaube in den Gott, freies Leben, freier Wille ist das, was er hat ich glaube, dem allmächtigen Herrn am wichtigsten ist, dass du sagen kannst, ich lebe mein Leben frei und kann es frei gestalten. Ja, ja. Er hat dir einen freien Willen gegeben, damit du ihn frei ausleben kannst. Richtig. Und er macht dir einen Vorschlag. Er gibt dir gewisse Sachen, um eine Orientierung zu bekommen. Ja, aber und weißt du, wo er das gibt?
In der Bibel oder was? In der Bibel. Ja. Schau mal, das ist die Bibel, okay? Ich weiß. Ich zeig dir mal was. Ich versuche das mal in der Kamera so aufzunehmen. Ich kann mal kurz reinzeigen. Die Bibel ist wie so ein... Ja, das ist ein Taschenformat. Ja, ich weiß. Das ist der Mund Gottes. Schau, wenn du die Bibel aufschlägst, dann redet Gott. Darf das ist sein auch, Mund. Ich schenke dir die Bibel. Dankeschön, herzlichen Dank. Darf ich dir aber auch was sagen? Ja, bitte. Und zwar, tu mir einen Gefallen, cut es nicht raus. Und zwar, es gibt viele Verse, die in der Bibel, wie im Islam, ja. Im Islam mehr widerspiegeln als von der Bibel her, vom wie man an Gott glaubt und her. Tu dir mir einen Gefallen, erkundige dich mal, wie es beim Islam oder bei anderen Glauben, ein paar Verse, die wichtigsten Verse ist, und wie es bei der Bibel wiedergespielt wird. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass die Bibel mit der Arsch ist oder hin und her. Ich meine, tolles Buch, sag ich jetzt mal so. Aber dass du halt machen kannst, ein paar Sachen mit reinnehmen von anderen Glauben. Du wirst sehen, wie schnell sich die ganzen Glauben miteinander verbinden und doch zueinander führen. Obwohl die Bibel schlechtere Sachen manchmal sagt, wie in anderen Glauben. Okay, okay. Und ich meine, der Muslimtum, der ist seit Hunderten von Jahren, Tausenden von Jahren älter als das Christentum. Und das 700, sagt, also der sagt Koran, andere Sachen mehr Koran als die, ist 700 als Jahre nach dem Christentum geschrieben worden. Also er ist jünger. Aber nee, offiziell gar nicht. Nee, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Also wenn man Christentum gläubiger ist, ja, okay, ja. Passt. Aber ich muss. Bin ich ehrlich, kann jeder googeln, kann jeder schauen. Ja, okay, kann man mal googeln. Kannst du gucken. Ich lasse es drin, ich lasse es gerne drin. Darf ich es auf YouTube stellen? Gerne, alles klar, gerne. Vielen Dank für das Interview. Mir ist wichtig, halt, dass du dich auch mal informierst. Mach ich, schaue ich mir gerne an. Und schaust. Danke, danke. Hat dich das Interview neugierig gemacht? Wo stehst du auf deiner spirituellen Reise? Komm vorbei und bring deine ganzen Zweifel und Fragen und Nöte mit. Und wir reden drüber. Und dann lernen wir uns kennen beim Bibelentdeckerkreis. Schreib mir einfach eine E-Mail an holger@rupertigeschichten.de. Wir freuen uns auf dich.